Ich stoße in die Ehre der Esse zu dem Archonten, nachdem ich mit Hunnen gesprochen habe. Das wäre das Beste. Sie schüttelt den Kopf und blickt mit einem neuen Erstaunen in Richtung des Turms. Es reicht nicht, dass wir zwei Kriege führen und müssen wir uns auch noch mit diesem Rätsel beschäftigen. Ich beneide dich nicht um deine Stellung. Wir sehen uns in Ehren der Esse. Die schwingende Energie des Turms ebbt ab, welche Macht es auch gewesen sein mag, welche die hier schlummernden Kräfte geweckt hat. Sie flackert und wird schwächer. In der Skulptur in der Mitte bleibt jedoch ein schwaches Summen zurück. Das ist seltsam. Eben war hier noch ein Portal, aber es scheint verschwunden zu sein. Nach einer Lösung umsehen. Das Summen der seltsamen Skulptur pulsiert wird lauter, wie um deine Aufmerksamkeit zu wecken. So, sie hat ein Level up. Gleich mal. Und wir haben unseren ersten Turm. Reputationsfähigkeit. Wo? Wegen Zorn bei der Wendrienwache. Turmverwaltung. Edikte. Wähle eine Region, um Informationen über zu ihren aktuellen Edikten zu sehen. Ich bin ja hier gerade, oder? Also hier ist Edikt des Feuers. Ah ja, Vellum Zitadelle, das war ich. Edikt des Steins. Da hat sich Kern gegen Kyros aufgelehnt. Im letzten Jahr von Kyros Erobung, als Archont Kern sich gegen die Herrschaft des Oberherrns auflehnte, wurde ein Edikt über das Reich Azur verhängt. Um unseren Frieden zu wahren, das Versprechen von Sicherheit für unsere Bürger, müssen alle Archonten sich unserem Willen unterwerfen. Jeder Archont, der sich der Unterwerfung verweigert, muss eine gerechte Strafe erhalten. Es sollen daher die Fundamente von Azur zertrümmert werden und das Leben soll aus dem Land weichen, solange der Verräter Kern noch atmet. Autsch! Edikt der Stürme. Ach, das sind die unbeugsamen Lande. Im Jahr 430 verkündete der Oberherr ein Edikt über das unbeugsame Land. Wer stolz und arrogant sich gegen den Frieden und die Ordnung unseres Reiches stellt, der soll unter den Steinen seines Landes zerdrückt werden. Diejenigen, die sich die Ungebrochenen nennen und das Chaos des Kriegens entgegen unserem Befehl verschärfen wollen, sollen in den Stürmen unseres Zorns gebrochen werden. Unser Sturm soll toben, bis die letzte Klinge gebrochen ist oder das Re Geschlecht der Regenten fällt. Ja, Kyros ist schon krass. Der kann einfach mit dem Gesetz so viel Macht aufbringen. Und das Edikt des Feuers. Im Jahr 430 verkündete Kyros der Oberherr ein Edikt über die Vellum-Zitadelle in den umkämpften Landen. Es ist unsere ehrwürdige Pflicht, die Bürger unseres Reiches vor allen Gefahren zu beschützen. Auch vor der Gefahr des verbotenen Wissens. Kyros ist zwar der übelste böse Oberherr, der alles Leben unterdrücken und erobern will, aber so wie er seine Edikte verfasst. Ja gut, das kann man immer zweideutig sehen. Weil hier schreibt er ehrwürdige Pflicht und Bürger vor Gefahren beschützen. Gut, diejenigen, die in ihrer brennenden Arroganz an diesem Wissen festhalten, sollen von unserem Zorn verschlungen werden. Die Feuer von Teratus sollen aufsteigen und sie verschlingen, solange sie sich verbotenes Wissen im Herzen der Vellum-Zitadelle befindet. Also ja, jedes Edikt hat wirklich einen Haken, also es gilt nur so lange eben, bis es aufhört. Ja. Gut. Sie ist die Einzige, die Levelaufstieg hat und wir kriegen 5 Punkte. Ich weiß halt nicht, worin ist sie geschult? In Grabeslicht und in Gezeiten. Arkanes Geschoss, abwehrender Schub. Also App sollte ich leichte Rüstungen tragen, dann kann sie nämlich Grabeslicht. Tor zum Teratus. Flüssiger Körper. Beeinflussungen. Frostschaden. Wo liegt? Also ja, Magierstab ist ihre Hauptfähigkeit. Geben wir auf jeden Fall mal hier einen Punkt, dass sie bei allem auf 10 ist.
Was für einen Stab benutzt ihr denn? Ach ja, den hier. Gezeitenwirkerkleid und so weiter. Und ich habe hier die Schuhe des Scharfschützens. Sind auf jeden Fall wahrscheinlich besser als die Hordenstiefel, auch wenn die Abwehr niedriger ist. Aber ich bin behende. Fernkampfgenauigkeit. Und ich habe eine niedrigere Erholung. Das ist ganz gut. Was ist mit ihr und ihren Waffen? Wären in beiden Fällen besser als, ja, als die beiden, die sie hat. Einhandqualität gut. Und sieht ziemlich episch aus. Was ist eigentlich so mit Waffen, mit Magierstäben und so? Weil wir haben hier einen Erdhexenstab, der wird aber wahrscheinlich schwächer sein. Und Stab des borealen Frosts wird wahrscheinlich auch schwächer sein als ihrer. Was ist mit ihr und... ja, Teleporter ist klar. Geschmähten bin ich fast auf volle Gunst. Wendrin-Ware bin ich fast auf vollem Zorn. App habe ich Gunst gekriegt. Bei ihr habe ich halt Zorn, weil sie ein vom Chor ist. Und bei Graven Ash müsste die Gunst schon voll sein, während bei Nerads Stimmen der Zorn voll ist. Also ja, da sie Magierinnerin ist hauptsächlich, kann ich mal kurz bei ihren Zaubern gucken. Elektrischer Schock, aber Elektrik können wir noch nicht selber. Sigil von Teratus und Sigil des Blitzes kann ich von... Könnte sie mir wahrscheinlich beibringen oder müsste ich lernen. Wie sehen denn so ihre Gezeiten wirken? Wellen manipulieren. Also ja, zwei Punkte hier rein, ein Punkt hier rein. Und wahrscheinlich noch einen Punkt auf Entschlossenheit. Oder hier einen Punkt in Schnelligkeit. Genauigkeit, Rüstungsabwehr bräuchte sie wahrscheinlich eher, dass sie mit ihrem Magierstab besser ist. Damit mache ich aber Ausweichen und List besser und auch Blitze beherrschen. So, machen wir das mal so. 5 Punkte hat sie hier. Ein arkanes Geschoss. Gegner nach hinten werfen. Was klingt denn cooler? Also das hier hätte ich eigentlich ganz gerne. Bessere Rüstung. Was hat sie hier drüben? Erhöht einen Bonus auf einen verursachten Frostschaden. Da könnte ich hier die den Frostzauber auch noch beibringen. Ja. Verleiht einen Bonus auf Magieverteidigung. Verleiht einen moderaten Bonus auf Rüstung. Also das ist die bessere Rüstung. Geister verängstigen. Schmetterschaden. Jeder Feind in einem Kegel löst eine Explosion von Grabeslichtenergie aus. Jeder Gegner erleidet arkanen Schaden und einen Teil ihrer verlorenen Gesundheit. Oh, das ist nicht schlecht. Also Life Leech. Sehen, Leben absaugen. Verleiht nachts einen Bonus auf den Skill Grabeslicht beherrschen und auf den Grabeslichtschaden. Naja. Wissen, Zauber, Magierstab. Machen wir mal so. Gut. Jetzt gucken wir uns mal den Turm an.
Also ja, das hier mit den Edikten hatten wir ja schon. Turm-Upgrades. Wir können haben. Ah, hier sind Baumaterialien. Achso, die Schriftrolle, die wahrscheinlich im Inventar beim Turm gelandet ist. Ist ein Baumaterial. Auch gut zu wissen. Das hier sind nämlich alles Baumaterialien. Tierhaut, Chemiematerial, Bronze, Eisenbarren und Schriftrollen. Mysteriöses Gerät. Das uralte Gerät, das auf dem Turm des Berges. Das auf dem Turm des Berges in Wänden des Bodenthrones stammt aus einer längst vergessenen Zeit. Es ist unklar, welche Funktion es einst hatte oder ob es wieder aktiviert werden kann, wenn du in einem beliebigen Turm rastest. Ah, wenn du in einem beliebigen Turm rastest, erhältst du einen Bonus auf alle Skills. Das ist nice. Und hier kann ich für ein paar Bronzeringe Leute anwerben. Spielt er regelmäßig Waffen produziert, eine alte Tierrau, die er regelmäßig Essensration für den Kampf bereitstellt. Skilllehrerin. Schlachtfeldplünderer. Skilllehrer. 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 Und ein Händler. Brauche ich erstmal alles so nicht. Und Heiltränke brauche ich auch nicht. Trotzdem danke dafür. Ihr Zauber beibringen. Also ja, auf jeden Fall den Heilzauber und den Frostzauber sollte sie können. Und vielleicht auch diesen Strahl hier. Ja. Dann eben den Eiszauber, den auch ich kann. Auch am besten so verstärkt. So. Und den Heilzauber. Oh, es gibt auch einen Heilfächer. Verbündete 3% alle 3 Sekunden. Nein. Den da bitte. Aber bitte mit mehr. Dings. Mehr. Gesundheit. Genauigkeit brauche ich nicht. Mehr Reichweite wäre nicht schlecht. So. Wie sehen meine Zauber hier oben so aus? Die kann ich mir nämlich ja ansehen. Verstärkungssigil. Eingefroren und Magierfeuer für sehr lange Zeit, hä? Ja, gut. Der ist okay, so wie er ist. Die beiden sind auch okay. Was ist das hier eigentlich? Ach so, das war der Rüstungszauber. Nein. Kann ich bei ihr noch was vielleicht? Nein. Ja, Präzision, dass das Ding besser trifft. Und der da am besten auch. Bei ihm habe ich schon Präzision drin. Ich könnte noch die Reichweite erhöhen. Gut. Dann wäre es das mit den Zaubern. Jetzt muss ich mich mal am Turm umsehen. Da steht Landry. Da steht der Eisenmarschall.
Im Osten siehst du dicke Aschewolken, welche die brennende Bibliothek umhüllen. Und im Westen? Westlich von dir siehst du den strahlenden Turm von Lethians Kreuzung. Bei näherem Hinsehen erkennst du eine Reihe von Symbolen, die in den Fuß des Gebildes geritzt sind. Eines der Symbole posiert in einem blau-weißen Licht. Das Muster ähnelt den leuchtenden Linien aus dem Boden der Himmelfahrtshalle. Wenigen Augenblicken, bevor du über die Wolken teleportiert wurdest. Als du auf das Symbol starrst, legt sich der Wind und Wärme erfüllt deine Brust. Die Luft fühlt sich endlich wohlgesonnen. Das Verlangen deiner Lungen ist schließlich gestillt. Du hast den Turm und alles, was sich darin befindet, für dich beansprucht. Was das auch für eine Skulptur sein mag, sie gehört dir. Ich spüre eine Macht durch diesen Ort strömen. Eck beäugt die Umgebung und blickt geleitet zum Gegenstand in der Mitte. Du kannst die Magie des Turms sogar von ganz unten spüren, aber hier oben, so nah an der Achse des Turms, ergießt sich die Energie wie eine Sintflut über dich. Mir ist schwindelig, ist ja auch schwindelig. Berg massiert sich die Brauen seines Helms. Das Geräusch von knarrenden Eisen knallt durch die Weite wieder. Was ist das für ein Ding? Die Oberfläche des Steingebildes erzittert, als du sprichst. Einen kurzen Augenblick lang wälzt sich der massive Stein wie ein stiller Teich, der von herabfallenden Regen gekräuselt wird. Ein Echo prallt aus der Ferne wieder zu dir zurück. Deine Stimme ist verzerrt und fremd für ein Ding.